Die Steamulation Prime Pro X bekommt endlich ihren Nachfolger und wird gleichzeitig auch noch umbenannt. Was die neue Pro X Prime alles kann, gucken wir uns heute im Review an. Ja, die Cinematics habt ihr gesehen und auch schon einige der vielen, vielen Feature von dieser Pfeife. Wir gehen alle Review-Punkte durch, wir gucken uns an, was sich an der Pfeife verändert hat, was neu mit dabei ist, was anders ist zu ihrem Vorgänger und auch, wo sie im Vergleich zu ihren beiden Mitbewerbern von Steamulation, der Pro X und der Pro X Mini, steht. Erstmal aber zu ein paar Daten und Fakten von der Pfeife. Die Pfeife ist 47 cm hoch und wiegt 3,5 Kilo. Die Pfeife kostet 290 Euro und damit ist man meiner Meinung nach noch nicht ganz fertig. Auch wenn man die so schon wunderbar rauchen kann, gehört zu dieser Pfeife einfach der X-Blow-Off dazu. Und der kostet mit einem Carbon-Sleeve nochmal 52 Euro oder mit einem Epoxy-Sleeve, wie ich es hier zum Beispiel in Weiß habe, nochmal 57 Euro mehr. Das bedeutet, wenn man sich diese Pfeife mit der Crystal Bow holt, die auch nochmal ein 20 mehr kostet und noch den X-Blower für knapp 60 Euro mit dazu nimmt, dann ist man bei 370 Euro und das ist schon wirklich eine harte Ansage. Im Vergleich die Konkurrenz aber relativ ähnlich, noch ein bisschen länger her, die Edelstahlpreise sind gestiegen. Bei einer Aeon mit einer Invert-Rauchsäule wäre man auch bei 320, 330 Euro und ich schätze mal, auch Aeon wird die Preise leicht ansteigen lassen müssen, weil Edelstahl ist in Deutschland deutlich teurer geworden und zwar deutlich teurer. Und da ist eine kleine Preiserhöhung wohl nicht unumgänglich, wenn auch schade für uns, aber irgendwo verständlich von Herstellerseiten aus. Aber genug über die Preispolitik geredet. Wir wollen erstmal wissen, was kann die Pfeife und was bringt die Pfeife alles mit sich. Wie so üblich bei Steamulation drückt sich das alles in schönen Marketingwörtern aus. Da würden wir zum Beispiel anfangen mit dem Steamulation 360 Grad Klicksystem. Das kennt man aber schon, das haben eigentlich alle Steamus. Man kann hier an der Base drehen und genauso kann man eben auch hier an der Base drehen. Man zieht den Verschluss runter und kann die Pfeife einfach rausnehmen. Das funktioniert super gut. Hat einen minimalen Nachteil. Die Pfeife wackelt natürlich minimal, weil sie halt auch ein bisschen Spiel in der Base braucht. Hat mich persönlich aber nie gestört. Das ist mittlerweile auf einem Präzisionslevel, dass das absolut in Ordnung ist. Was auch geändert wurde, ist, dass wir natürlich wieder hier am Schlauchanschluss unseren Durchzug einstellen können. Das wurde aber deutlich verbessert. Bei den alten Varianten waren zwei Löcher in der Mitte und bei der neuen ist es ein Halbkreis, der unten abschließt. A ist die Fläche deutlich größer und damit der Durchzug deutlich besser geworden. Auch der Durchmesser in der Rauchsäule ist nicer, was für mehr Durchzug sorgt. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Aber dadurch, dass das Ding unten liegt, kann auch das Wasser vom Schlauch wieder zurück in die Pfeife laufen. Ist auf jeden Fall cool. Man kennt das, gerade wenn man hier das Tauchrohr sehr kurz hat. Man hat einen sehr hohen Wasserstand. Könnte das schon mal passieren, wenn man heftig zieht, dass man ein bisschen Schlauch in den Wasser zieht. Mir persönlich nicht oft passiert, aber könnte. Und dadurch, dass das unten gebohrt wurde, kann das Wasser eben wieder zurücklaufen. Auch mehr Durchzug ist sehr, sehr nice. Und das Ganze nennt sich dann Steamulation High Flow System. Mit dem verstellbaren Schlauchanschluss zusammen heißt es dann noch Steamulation Advanced Airflow Control System. Also die Marketing-Terms, die sind hier auf jeden Fall am Start. Heißt aber für uns, es sind coole Feature mit dabei. Ob die jetzt so fancy heißen müssen, sei mal dahingestellt, aber stören tut es uns auch nicht. Was auch cool ist, was wir vorher bei der Prime-Version von der Pro X-Reihe nicht hatten, ist die Dip Tube Control. Wieder ein fancy Name für, wir haben ein verstellbares Tauchrohr. Das ist zweigeteilt. Auf der einen Seite ist ein Diffusor, auf der anderen Seite ist keiner. Man kann das Ding komplett reinschieben, so wie ich jetzt gerade. Dann kann man sehr viel Wasser in die Pfeife machen. Heißt, wir haben ein sehr kleines Volumen für den Rauch. Heißt, wir haben immer sehr, sehr frischen Rauch, was ich persönlich gerne mag. Aber man kann das Ganze auch deutlich verlängern, sodass man extrem wenig Wasser in die Pfeife macht. Und wenn man es
umdreht und die Diffusorseite unten hat, hat man eben auch noch den Diffusor integriert. Und er steht nicht ohne Grund hier nebendran. Was wir natürlich auch wieder an die Pro X Prime packen können, ist der Stimulation Cooling Diffuser. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, schaut euch sehr gerne nochmal das Video von der Pro X 2 an. Da habe ich relativ ausführlich über den Cooling Diffusor geredet. Aber cooles Zubehör, was ermöglicht, dass man beim Pusten den Kopf ein bisschen mitkühlen kann, was sehr praktisch ist, wenn eure Köpfe ab und zu mal zu heiß werden. Die Pfeife kommt, genauso wie ihr kleiner Bruder und ihr großer Bruder, in 7 verschiedenen Bowl-Farben. Es gibt auch noch 7 verschiedene Sleeve-Farben. Das heißt, Customizability wird hier groß geschrieben. Man kann die sich extrem krass anpassen. Ja, und wenn wir uns die anpassen und wir uns auch noch den X-Blow-Off dazu kaufen, dann haben wir 15 verschiedene Blow-Off-Varianten. Ein paar davon werdet ihr auf jeden Fall noch sehen und habt ihr auch schon in den Cinematics gesehen. Aber ich würde sagen, wir gucken uns erstmal unsere normalen Review-Punkte an. Angefangen mit Qualität, Verarbeitung und Materialien. Da kann man das bei Stimulation einfach sehr, sehr kurz halten. Die Verarbeitung ist auf absolut höchstem Niveau. Es ist an der Qualität und an den Materialien nichts auszusetzen. Es gibt keine Kratzer im Edelstahl. Also ich habe 2 Bowls und in einer hatte ich ein winziges Bläschen. Das kann bei handgemachten Bowls aber mal vorkommen und würde ich jetzt nicht als Negativpunkt bei der Qualität anrechnen. Aber abgesehen davon, Schliffanschlüsse, Gewinde, wie die O-Ringe verbaut sind, wie das Material gedreht wurde, wie es verarbeitet ist, hervorragend. Entgratet, wir haben einen wundervoll entgrateten Kohleteller. Der ist weich wie ein Babypopöchen. Also genauso muss sich ein Kohleteller anfühlen. Ich weiß, ich reite da immer viel drauf rum, ob ein Kohleteller entgratet ist oder nicht, aber mich freut sowas, wenn auch in so Einzelteilen und so Kleinigkeiten noch Liebe zum Detail steckt und da eben dran gedacht wird. Was halt viele Hersteller nicht machen, wie ihr in vielen anderen Reviews schon gesehen habt, wo ich mich über sowas beschwert habe. Also Qualität, Verarbeitung, Materialien, Haken dran ist ultra nice. Optik und Design. Wie immer, der kleine Disclaimer am Anfang, die Pfeife muss euch gefallen. Das heißt, ob ich jetzt sage, ist schön oder ist hässlich, tut im Endeffekt nichts zur Sache. Ihr müsst wissen, ob euch das Ding gefällt. Aber dadurch, dass wir eben 7 verschiedene Bowl-Farben haben, 7 verschiedene Sleeve-Farben haben, die wir alle miteinander kombinieren können und wir die Pfeife natürlich auch ohne Sleeve rauchen können, wenn wir das möchten, haben wir eine extrem gute Anpassbarkeit. Und das ist schon mal ein großer Pluspunkt, wenn es um Optik und Design geht, weil je mehr man eine Pfeife anpassen kann, umso größer die Chance, dass das auch den meisten Leuten gefällt. Ich persönlich finde das Grunddesign von Stimulation mit dieser etwas kühlen, durchdachten, aber auf der anderen Seite edel und nobel wirkenden Optik extrem geil. Mich holt das ab. Ob euch das abholt, müsst ihr wie gesagt selbst wissen. Was auch noch mit in die Optik spielt, ist der Blow-Off. Den Standard-Blow-Off blende ich euch gerade mal ein, aber wir hätten ja da auch noch den X-Blow-Off und nicht nur das, wir haben auch noch die 4 alten Varianten, die es damals bei der Pro X 2 gab. Das heißt die Platte, sodass man einen Teller-Blow-Off hat und auch die anderen, die es da gab, funktionieren natürlich wieder auf der Prime Pro X. Das heißt, wir haben ein Standard-Blow-Off, 15 Varianten mit dem X-Blow-Off-Adapter und nochmal 4 Varianten von der alten. Das ist auf jeden Fall nicht übel. Plus die 15 Varianten mit dem X-Blow-Off-Adapter sind nicht umbaubar, sondern umstellbar. Das heißt, gerade während man raucht, kann man hier diesen kleinen Ring verschieben und bupp, hat man den Blow-Off geändert, was schon deutlich geiler ist als umbauen. Beim Umbauen erwische ich mich immer wieder selbst, dass ich das für 2, 3, 4, 5 Wochen einfach so lasse, wie es ist. Irgendwann baue ich doch mal um, aber beim Umstellen macht man das doch schon tendenziell häufiger. So, einfach mal ein Beispiel. Ich glaube, ich habe beide zur Seite. Beide zur Seite finde ich nicht so cool. Ich mache mal von unten nach oben und von oben zur Seite. Und genauso schnell habe ich es eben auch umgestellt. Einmal zur Seite und von oben möchte ich nach unten. Also das ist schon sehr nice, wie viel man da mit minimaler Arbeit machen kann. Gut, so viel aber zur Optik. Blow-Offs finde ich extrem cool. Die Umbaumöglichkeiten finde ich extrem cool und für mich ein gelungenes Design. Aber wie gesagt, im Endeffekt müsst ihr wissen, holt euch das Ding ab oder eben nicht. Aber ein Punkt, bei dem ich euch viel besser was zu der Pfeife erzählen kann, wo wir deutlich objektiver sein können als bei der Optik, ist natürlich das Rauchverhalten. Und da haben wir ein paar Sachen zu besprechen von den Features, die ich euch vorher schon erzählt habe, wie sie sich in der Realität auch beim Rauchen äußern. Fangen wir erstmal mit dem Durchzug an. Wir haben ja das neue High-Flow-System, das uns 25% mehr Durchzug ermöglichen soll. Ob das wirklich 25% mehr Durchzug sind, kann ich euch nicht sagen. Stimulation wird das bestimmt mit fancy Maschinen gemessen haben. Wenn ich aber an der
Pfeife ziehe, fühlt sich das echt gut an. Also da ist mehr Durchzug am Start, da ist deutlich mehr als bei der Prime Pro X damals und es ist auch noch mehr als bei der Mini und deutlich mehr als bei der Pro X2. Der größte Nachteil der Pro X2 ist meiner Meinung nach immer der Durchzug. Ich verstehe das, 4 Anschlüsse, wenig Platz in der Base, wie soll man den Durchzug hinkriegen, verstehe ich alles. Aber ganz, ganz subjektiv, der Durchzug ist mir zu schlecht bei der Pro X2. Bei der Mini ist er geil. Und bei der Pro X Prime ist er sehr nice. Auf einer Skala ausgedrückt würde ich sagen, sind das so von 10 Punkten solide 8,5, 9, irgendwas dazwischen, so eine 8,76321. Also der Durchzug ist gut, ob es 25% sind, keine Ahnung. Aber Stimulation High Flow System, Daumen hoch. Mit dem Durchzug einstellen kann man natürlich machen. Man kann jetzt von dem maximal erhöhten Durchzug bis zu gar keinen Durchzug durchwechseln, wie man möchte. Warum man das Ding komplett zumachen möchte, verstehe ich nicht ganz. Außer ihr wollt mal einen Freund verarschen. Aber ihr könnt's, wenn ihr möchtet. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich das Ding hier niemals bewegt habe. Also klar, zum Testen habe ich es mal gemacht und das funktioniert und das ist auch ganz funny. Aber in Realität ist das Ding immer auf Maximum und fertig. Der Durchzug, beziehungsweise mehr, wie sich der Durchzug anfühlt im Sinne von Anzug, wird natürlich auch entschieden über den Weg, den wir haben, beziehungsweise den Weg, den der Rauch gehen muss, wenn wir am Kopf ziehen. Und dadurch, dass wir eben Dip Tube Control oder ein verstellbares Tauchrohr mit dabei haben, ist das bei der Stimulation besonders geil. Normal hatten wir immer ein normal langes Tauchrohr, wo wir dann vielleicht den Diffusor an- oder abmachen konnten oder an- oder aus, wie man möchte. Aber bei der Pro X Prime können wir eben die Länge vom Tauchrohr einstellen. Und die kürzeste Einstellung ist auch relativ kurz. Also ihr seht ja, wie viel Wasser ich jetzt drin habe. Das ist schon eine Menge. Und das bedeutet, dass wir A, einen kürzeren Weg haben bis zum Ende vom Tauchrohr und B, ein kleineres Rauchvolumen in der Bowl haben. Was ich immer extrem mag und einer der Gründe ist, warum ich normal lieber kleine Pfeifen mag, wie zum Beispiel die Pro X Mini. Aber haben wir hier mit dabei, könnte auch sehr interessant sein, falls da hoffentlich irgendwann noch ein Steckbowl-Adapter kommt. Ne? Verschiedene Steckbowls brauchen vielleicht verschiedene Wasserstände und so könnten wir das sehr, sehr angenehm anpassen. Im Moment gibt es keinen, aber sind wir mal gespannt, ob da noch was kommt. Also, Durchzug sehr nice, Anzug kann man sich sogar so ein bisschen einstellen, ist aber auch sehr, sehr geil. Entlüften ist noch die Frage. Geht von den drei Kategorien Durchzug, Anzug, Entlüften meiner Meinung nach am schwersten, ist aber nicht so schlimm. Es geht nicht störend schlimm, auf keinen Fall, aber man muss schon pusten. Ich habe das Gefühl, dass durch diese leichte Leistung, die man bringen muss, der Rauch besonders gleichmäßig aus der Stimulation kommt, was eigentlich wieder was sehr Geiles ist, weil dann halt auch der Blow-Off sehr gleichmäßig aussieht. Hätte ich mir das ein bisschen leichter gewünscht? Ja, vielleicht minimal. Aber abgesehen davon stört es mich null und sieht extrem geil aus, also bin ich damit auch zufrieden. Und ihr seht schon, wenn ich so einen ganzen Zug nehme, das dauert wirklich nicht lang, bis die Lunge voll ist. Also es geht wirklich absolut schnell. So, ihr merkt schon, alles in allem, Verarbeitung, Materialien, Qualität, top. Optik, für mich geil, plus sehr, sehr customizable und auch vom Rauchverhalten eine sehr nice Pfeife. Bleibt eigentlich beim Fazit nicht viel zu sagen. Ist eine geile Pfeife, Stimulation hat wieder auf einer guten Basis nochmal mehr rausgeholt und das Ding stetig um Generation für Generation verbessert. Wir haben immer einen Ausgleich mit dem, was die alten Generationen gemacht haben, plus nochmal zwei, drei Kleinigkeiten, die die Pfeife technisch noch ein bisschen ausgereifter machen. Und da muss man sagen, ist Stimulation einfach auf einem krassen Niveau. Das ist schon sehr beeindruckend. Um die Pfeife noch kurz einzuordnen zwischen der Pro X Mini und auch der Pro X 2. Am einfachsten ist es, denke ich, gegen die Pro X 2. Wenn ihr 4 Anschlüsse braucht, dann gönnt euch die Pro X 2. Da gibt es keine Alternative bei Stimulation. Wo es ein bisschen schwieriger wird, ist Pro X Mini versus Pro X Prime. Wenn euch der leichte Größenunterschied extrem wichtig ist und ihr sagt, nein, die ist mir zu klein, es muss diese Größe sein oder auch wenn es andersrum ist, dann könnt ihr ohne Bedenken eine von den beiden kaufen. Beides sind extrem gute Pfeifen, wo es keine Probleme mit geben wird. Wo es ein bisschen schwieriger wird, ist, wenn ihr euch vielleicht nicht ganz entscheiden könnt, welche von beiden ihr nehmen wollt, weil euch die Größe eigentlich egal ist. Und da gibt es nur ein paar Unterschiede. Wir haben bei beiden den X-Blow-Off, wir haben bei beiden das 360-Grad-Klick-System. Es gibt aber doch ein paar kleine Features, die eben bei der Prime dabei sind, die Pro
Quakes Mini nicht dabei hat. Zum Beispiel wäre das das Einstellen vom Durchzug am Schlauchanschluss. Wenn euch sowas wichtig ist, dann solltet ihr definitiv lieber zur Prime greifen. Oder was die Prime auch noch hat, ist eben das extrem nice verstellbare Tauchrohr. Wenn euch das wichtig ist und hoffentlich irgendwann die Möglichkeit auf einen Steckadapter wichtig ist, solltet ihr ebenfalls lieber zur Prime greifen als zu der ProX Mini. Ich finde es aber extrem geil, was Simulation in ihrem eigenen Lineup gemacht hat. Wir haben ein etwas günstigeres für Simulation Einstiegsmodell, klein, einfach von den Features gehalten im Vergleich zu seinen großen Brüdern, aber trotzdem eine hervorragende Pfeife, die die wichtigsten Features mit dabei hat. Wir haben eine mittlere Pfeife, die alle Features mit dabei hat und dadurch, dass sie die neueste ist, auch noch einen oben drauf gesetzt hat. Und dann haben wir den großen Bruder, in dem bis vor kurzem alles drin war. Jetzt hat die Prime, wie gesagt, einen kleinen Vorteil. Und wir haben die 4 Schlauchanschlüsse, was für viele Leute eben auch noch extrem wichtig ist. Und nicht vergessen, wenn ihr euch eine Pfeife bei Simulation kaufen möchtet, könnt ihr noch 40 Euro kostenloses Zubehör mit dem Code SWG im Warenkorb dazu bekommen. Das heißt, ihr geht einfach in den Warenkorb ein, da gibt es dann ein kleines Gutscheinfeld, da gebt ihr dann SWG ein und dann kriegt ihr einen Schlauch und ein Mundstück kostenlos obendrauf im Wert von 40 Euro. Ich finde es sehr krass, was Simulation gemacht hat mit den 3 verschiedenen Pfeifen zu 3 verschiedenen Preispunkten und 3 verschiedenen Feature Sets. Ist das schon sehr, sehr interessant? Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, welche von den 3 ihr am interessantesten für euch findet und vor allem warum. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu der ProX Prime mit rein und dann hoffe ich, dass euch das Video hier gefallen hat und vielleicht auch ein bisschen bei der Kaufentscheidung helfen konnte. Wenn dem so ist, gerne Abo oder Daumen nach oben da lassen und dann bis zum nächsten Mal, eure Shisha-WG.